Jetzt hier kommt ein Zug. Hui. Aber na gut. Ja, jetzt, wenn wir hier schon dabei waren, beim Parkplatz machen, können wir hier auch noch ein paar Autos hinstellen. Suchen wir jetzt einfach mal. Na, hier haben wir gleich mal einen kleinen Bus. Der hier so vor dem Bahnhof steht. Keine Ahnung, Partybus oder was das jetzt ist. Ist ja auch egal. Jetzt machen wir hier nur eine kleine Neigung rein. Was waren das jetzt wieder? Ne, das war's nicht. Dann minus 2. Ja, fast. Minus 5, denke ich, könnte passen. Ja, stellen wir den mal so hin. Vorübergehend. Später können wir ja da immer noch umbauen, wenn es uns nicht gefällt. Genau, PKW, PKW, so. Ja, die sind jetzt nicht so toll, die PKW. Also gehen wir auf die normale Suche unter Aus, nee, unter Verkehr und dann PKW. Da haben wir schon ein bisschen mehr. Und zwar nehmen wir einmal den hier wieder. Der darf ja auf keiner Anlage fehlen von mir. Nicht versenken jetzt. Drehen, wie mir recht lieb. So. Dann stellen wir. Was nehmen wir denn noch? Ja, so einen nehmen wir noch. Die gibt es ja dann, glaube ich, auch als Taxiform. Dann nehmen wir so einen noch. Die stehen ja nicht immer 100% gerade, die Autofahrer, darum können die auch mal ein bisschen gedreht stehen hier. Aha, das sind jetzt auch die neuen Autos hier. Nehmen wir mal so ein kleines Teil hier. Also die neu installierten jetzt, wollte ich sagen. Das habe ich auch noch neu installiert. Also jetzt ist jetzt auch Taxi. Okay, dann machen wir es hier vorne ein bisschen anders. Zwar wird das der Stellplatz für die Taxis. Dann stellen wir hier einfach ein paar Taxiwagen hin. So, einmal. Zweimal und da hat man jetzt minus 5. Dann nehmen wir noch einen schwarzen. Wieder mit minus 5. So, naja, der ist jetzt hier fast zu dicht drauf. So. Als nächstes machen wir das hier noch, dass wir das hier so, wenn es geht, einigermaßen korrekt einbauen. So, da hätten wir jetzt die Wahl, entweder nehmen wir hier jetzt so Teertextur. Oder wir machen einfach eine ganz normale Straße hier überall hin. Was auch eine Möglichkeit wäre.
Ist jetzt die Frage, was besser ist und schöner. Ich würde jetzt fast sagen, wenn wir überall Straße machen, das können wir aber jetzt mal ausprobieren. Zwar brauchen wir einmal ohne Mittellinie, ohne Gehweg. Genau. Dann klatschen wir die mal hier hin. Und schieben wir die mal, dass die zum Gehweg passt. So einigermaßen. So, das Ganze auf 100. Nein, naja, doch. 100 in dieser Länge jetzt. Jetzt machen wir das Ganze ein paar Mal nach rechts. Dann sieht das Ganze eigentlich schon recht schön aus, wie man unschwer erkennen kann. Ich glaube, das hat schon so gepasst. Ja, nur hier ist das jetzt fast schon ein bisschen zu viel. So reicht's, glaube ich. Ein bisschen vor. Und das können wir löschen. Das eigentlich auch noch. Und hier dahinter soll ja keine Busse mehr fahren. Also wäre das so fast ideal. So, genau. Ja, und jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch eine Straße nach unten machen. Und zwar muss ja die jetzt am Schluss nicht mehr so lang sein. Die können wir ja mal gescheit rasieren auf 60. Naja, vielleicht nicht ganz so viel. Sagen wir auf 70. Und dann lassen wir das mal hier runterlaufen. Ob das jetzt nicht fast schon ein bisschen zu steil wird hier, muss man dann mal schauen. So. Das Haus ein bisschen umgeparkt hier. Es geht ja heutzutage Gott sei Dank alles. Ob dann hier auch Busverkehr sein wird, weiß ich nicht. Also wenn da nicht allzu viel, weil auf so vielen Straßen kennt man sich jetzt nicht mehr so eins auch gut aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Oder wir machen das dann einfach extra noch mit unsichtbaren Straßen. So. Eins brauchen wir noch. Web. So. Genau. So ist es doch schon, ja, ein bisschen übertrieben. Ja, es sieht jetzt doch irgendwie schon ein bisschen groß aus für so einen kleinen Bauernhof. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Dann denke ich, sehen wir weiter.
Weil jetzt bräuchte ich hier schon, glaube ich, fast auch einen Zaun. Ob das mit Textur jetzt nicht doch besser aussehen könnte, ich weiß jetzt nicht. Müssen wir fast mal ausprobieren. Ja, dann ist der Übergang wieder so doof. Ich weiß jetzt nicht. Ich lasse es jetzt mal so, würde ich sagen. Und die Ausfahrt lassen wir jetzt erstmal noch weg. Ihr könnt jetzt mal, oder bitte schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob wir das so lassen sollen. Und dann ziehen wir weiter. So, und hier sind jetzt die Texturen kaputt. Das ist so ein Bug von den neuen Skaliermöglichkeiten hier irgendwie. Skalieren wir die jetzt mal auf 90. Dann müsst ihr die wieder hinhauen. Wird die jetzt größer bei 90 oder was? Ist ja unlogisch, die müsste ja eigentlich kleiner werden. Logisch, logisch. Mach die jetzt mal auf 200. Ist aber dann schon zu groß. Nee, die lassen wir auf 100, ganz normal. Von oben schaut man ja dann eh nicht so oft. Wird man dann schon verschmerzen können. Also das ist auch ein, ne, schon allgemein, okay. Ja, okay. So, was machen wir jetzt hier als Hinterhof? Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen doof hier gelöst. Vor allem, weil wir hier jetzt so eine riesen Einfahrt zum Busbahnhof haben. Zum anderen aber, weil hier die Häuser so nicht so toll platziert sind. Wenn wir jetzt das Haus noch wegmachen und hier dann vielleicht so einen kleinen Versammlungsplatz oder so. Das könnte man eckig machen. Das wäre vielleicht auch was. Wird vielleicht doch eher besser ausschauen. Probieren wir jetzt mal aus noch. So. Und noch nicht ganz so weit. So in etwa. Jetzt so. Dann das. Nein. Da ist nichts gut. Da ist nichts gut sein. Okay, jetzt machen wir das mal einfach so. Und zwar mit Winkel 0. Und hier machen wir jetzt einen Winkel rein. Oder auch nicht. Jetzt warten wir, das machen wir jetzt mal auf 0 auch. Ach Leute. So ist es doch nicht schön. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so jetzt der Renner ist, auch wenn das eckig ist. Obwohl es schon schöner aussehen würde mit eckig. Naja, doch, es sieht schon besser aus, meiner Meinung nach. Jetzt bleib doch mal da, wo du bist.
So, und jetzt hier so einen Lückenfüller reinmachen. Jetzt haben wir ja hier auch wieder eine Kurve drin. Ist ja nicht Sinn der Sache. Das würde aber jetzt wenigstens hier dazu passen. Und jetzt hier noch eine Straße rein als Lückenfüller wieder. So in etwa. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob mir das so gefallen soll. Sieht aber nicht mal so schlecht jetzt aus. Schreibt es mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt, was ihr da so von haltet. Und ja, jetzt das Haus rücken wir mal wieder hin, wo es hingehört. In etwa zumindest. Nee, nicht so, jetzt wart mal. Ja, so in etwa. Okay. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wie gesagt, schreibt mal bitte rein, was ihr da so zu sagt. Ich finde es jetzt nicht mal so schlecht. Wir können es aber auch noch gerne umbauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und zwar in Folge 93, wenn es wieder heißt Let's Play X Eisenbahn oder Eisenbahn X. Ja, bis dahin. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Thumbs Up, Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.